Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch eine Karte basteln. Und zwar wird das eine Frühlings- oder auch Osterkarte. Ich finde, zu Ostern kann man das auch verschenken mit dem passenden Spruch. Das ist eine ganz normale Klappkarte. Ich finde, die ist an sich ganz schön. Und ich möchte euch heute zeigen, wie ich die gemacht habe. Das ist ein sehr einfaches, schlichtes Projekt. Was ihr dafür braucht, ist eine Grundkarte in 21 x 14,5. Dann haben wir eine Mattung für außen in 14 x 10. Eine Mattung für innen, die ist auch 14 x 10. Dann haben wir noch eine Mattung in 12 x 8. Und dann nochmal ein kleineres Stück, das ist 12 x 8 und das in Limette ist 12,5 x 8,5. Alle Maßangaben findet ihr wie immer auf meiner Homepage, die da lautet www.kreativepause-el.de. Wir haben heute nur ein Falzmaß und zwar von der Grundkarte, das legen wir an der langen Seite an. Und falzen bei 10,5. Das falzen wir uns dann einmal nach. Und darauf können wir uns dann schon die erste Mattung, da habe ich jetzt das Designerpapier nochmal genommen aus der Celebration. Denkt dran, die Celebration läuft nicht mehr lange. Also, wenn ihr noch was haben möchtet, meldet euch gerne, damit ihr euch die Gratisprodukte noch sichern könnt. So, das kleben wir uns als erstes auf. Richtig rum. Schön mittig auf die Grundkarte und das kann dann auch erst kurz an die Seite. Als nächstes widmen wir uns dann den beiden kleineren Stücken und da habe ich jetzt die Stanze Schmetterlingsduett genommen und da stanze ich mir jetzt als erstes die Schmetterlinge in das Stück in Flüsterweiß. Das schiebe ich ja nicht ganz durch. So ungefähr 4-5 mm lasse ich Abstand, bis das Papier hier unten den Rand erreicht. Ich schaue, dass die Schmetterlinge mittig, also dass wir hier links und rechts ungefähr den gleichen Abstand haben. Das dürfte passen. Weigert sich ein wenig. Und bevor wir jetzt einfach das Grüne hier reinschieben und das ausstanzen, lege ich mir das da drauf, auf dem Stück Limette. Und dann habe ich mir jeweils die Schmetterlinge schon einmal ausgestanzt mit einem Post-it. Und die klebe ich mir jetzt in die Öffnung rein. So wissen wir dann gleich, wo wir das in Limette ausstanzen müssen, dass es dann auch passt. Nur sollte man das dann natürlich gerade reinkleben. Und so kann ich jetzt die Mattung in Flüsterweiß wieder abnehmen und weiß dann genau, wo die Ausstanzung bei dem Stück in Limette gemacht werden muss, damit das dann schön aufeinander liegt. So. Da können wir noch ein Stück rüber. Dann kann die Stanze auch schon zur Seite. Da klebt jetzt noch ein bisschen was vom Post-it. Das machen wir uns einfach ab
Und dann können wir das Weiße hier drauf kleben und dann haben wir die Ausstanzung an der gleichen Stelle. Ich glaube, der ist leer. Dann nehmen wir mal einen neuen. Das kleben wir uns jetzt einfach auf die Mattung in die Mitte. So, darauf stempeln wir dann jetzt noch. Und zwar nehme ich jetzt den Spruch aus dem Celebration Set Kleiner Wunscherfüller. Da nehme ich jetzt Frühlingsduft liegt in der Luft, frohe Ostern. Den nehme ich jetzt, da könnt ihr natürlich auch was anderes drauf stempeln. Und den stempel ich jetzt auch, bevor ich oben das Band dran mache. Obwohl am besten wäre es eigentlich, wenn ihr das erst stempelt, bevor ihr das Stück Flüsterweiß auf Limette klebt. Und die setze ich mir jetzt mittig, möglichst gerade. Oh, das geht. Knapp oben über die Schmetterlinge drüber. Als nächstes befestigen wir uns dann das Band. Ich habe jetzt noch was von dem Organdi-Band aus der Celebration. Das gibt es ja leider nicht mehr. Da schneide ich mir jetzt so Pi mal Auge ein Stück ab. Das ist jetzt 15 cm ungefähr. Und das befestige ich mir jetzt mit doppelseitigem Klebeband an der Rückseite. Da reiße ich mir zwei so kleine Stücke ab. Lege mir das hier drauf. Da habe ich meinen Piekser. An einer Seite mache ich das jetzt schon mal fest. Na, jetzt will die Folie nicht ab. So, und bevor ich das jetzt hinten festklebe, schaue ich vorne nochmal, dass das schön gerade liegt. Und dann klappe ich das einfach nach hinten. Das ist jetzt nicht ganz auf dem Klebeband, das ist aber nicht schlimm. Das kleben wir jetzt eh auf die Grundkarte. Wenn euch diese Schnipsel hier stören, könnt ihr die natürlich vorher noch abschneiden. Bisschen aufs Klebeband und das kommt dann jetzt mittig auf die Grundkarte drauf. So, dann binde ich mir noch ein kleines Schleifchen. Ich habe geübt, ich hoffe, es klappt jetzt. Also Schleife binden an sich ist ja nicht schwer, aber irgendwie ist das immer wieder komisch, wenn man das im Video macht. So. Dann können wir das abschneiden und die befestige ich jetzt einfach mit dem Gludot. Dann habe ich die, die sind hier. Da ist noch eine. Den setze ich mir jetzt hier links oben auf das Schleifenband, wenn er denn möchte. Da machen wir uns dann die Schleife drauf. So, und dann habe ich noch bei meinem Muster die
Pailletten, die selbstklebenden Pailletten aus dem Set. Na, wie heißt es denn? Gartenglück. Da habe ich mir dann einfach noch ein paar Blümchen mit auf der Karte verteilt. Nehmen wir jetzt mal 3. Und wir lassen das mal bei 3. Ja. So, und für die Schmetterlingskörper habe ich hier den Strassschmuck genommen. Den könnt ihr dann natürlich auch aufstempeln, je nachdem, wie ihr das möchtet. Da setzen wir uns jetzt einfach die Steinchen noch drauf. So, und bei den großen. Und noch einen. So haben wir dann die Körper auch. Und das war dann schon mein Projekt für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Falls ihr Fragen habt oder die Produkte von Stampin' Up! Bestellen möchtet, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!